Willkommen zurück zu Far Cry 4, einer neuen Folge. Und wir stehen hier an so einem Turm. Ich weiß gar nicht, habe ich den letzten Folge eingenommen? Ich glaube ja. In der letzten Folge waren wir auch in der Arena, wenn mich nicht alles täuscht. Und haben dort in der Shannard Arena hier einen Kampf gewonnen und wurden dann freigelassen von einer Frau namens Noor, die wohl gegen ihren Willen für Pagan Min arbeitet und die uns um Hilfe gebeten hat. Und wir werden jetzt dann auch gleich mal wieder zu Yogi und Reggie schauen, was die so zum Sagen haben, weil die haben uns ja schließlich unter Drogen gesetzt und in die Arena verfrachtet. Und genau, hier ist der Turm. Poster, die ein bisschen weiter oben sind oder wo man nicht leicht hinkommt, einfach mit einem Brandpfeil. Dann geht das normal immer recht einfach. Und dann markieren wir uns mal den Yogi und den Reggie, die sind ja in unserem Haus oder im Elternhaus von dem lieben AJ. Und dort fahren wir jetzt einfach mal hin oder fliegen besser hin. Ich habe da unten gerade mal einen Gyrocopter irgendwo stehen sehen, aber da ist gerade irgendwo auch ein Adler. Also gehen wir da mal ein bisschen außen rum, aber so, dass uns die Hunde nicht erwischen. Es läuft jetzt auch wieder flüssig, da ich jetzt wieder am PC aufnehme und nicht mehr am Laptop. Tut mir natürlich leid, dass die letzten beiden Folgen ein wenig holprig daherkamen. Aber jetzt habe ich wieder Zeit, am PC aufzunehmen. Also würden die nächsten Folgen wieder problemlos zu sehen sein. Und da sind wir auch schon beim Haus der Gales. Mal gucken, weil so war es mit dem Landen. Ist auch schon ein bisschen länger her, als ich gespielt habe. So, aussteigen. Na. Mag er nicht. Dann gehen wir mal rein. Zu den beiden Kiffern. Und schauen mal, was die uns zu sagen haben. Ich lebe noch, Feiner! Warte, mein Freund! Ich weiß, du nimmst Donald Lügel, was er getan hat, aber wir hatten keine Wahl! Ja, keine Wahl! Und ich bin Yogi, du Sack! Ich würde euch trotzdem gern töten! Hör mal, ich verstehe, wenn du Reggie ein neues Loch machen willst. Ach, wir sitzen in diesem Scheißland fest wie du, okay? Die haben unsere Pässe und zwingen uns, Leute zu verarschen! Wie dich! Und nach Indien können wir auch nicht zurück, nach dieser Sache mit der Kuh. Kühe? Ja, Kühe. Oh, so viel Kühe. Wir haben schon 10 Millionen Hits auf YouTube, klar? Echt jetzt? Ja, es war... Guck mal, wir dachten nur, wollte bloß reden. Wir hätten nie gedacht, dass sie dich nackt in die Arena werfen würde. Doch, natürlich, du hast doch gegen ihn gewettet. Ich hab nur technisch gesehen gegen ihn gewettet. Ich wollte meine Wetten etwas streuen, alter Däne. Ihr meint Schwede. Ich dagegen hab dir vertraut. Hab auf dich gesetzt, Freund. Siehst du an? Und das teile ich natürlich gern mit dir. 60-40. 40-60? 30-70. Na gut, nimm einfach alles. Hast es dir verdient, nachdem du mit wem in der Fahne kämpfen musstest. Oh, sehr beeindruckend. Seine Fahne? Sein Kampfstil, du Depp. Das war voll Gladiator. Ich würde sagen voll 300. Ihr zwei haut jetzt ab. Raus aus meinem Haus. Ich ziehe hier wieder ein. Und legt ihr euch noch einmal mit mir an. Dann erschießen wir Donald? Ich bin Yogi. Tütchen? Raus. Klar. Gib uns eine Sekunde zum Packen. Ja,
Wir sind Nestbauer. Ist etwas unordentlich. Aber zuerst? Was war hier drin? Keiner von diesen Tankers? Ja, Schlauberger. Was ist damit passiert? Nun, das ist eine tolle Geschichte. Ja, Drogen, Intrigen, Gefahr, alles drin. Gib mir einfach die Kurzfassung. Fein, Kurzfassung. Angekommen in Kyrat. Frisch vom Boot sozusagen. Und neugierig auf die örtliche Selbstanbauerszene. Sehr neugierig. Wir wurden nicht enttäuscht. Nee, nicht im geringsten. Es war ein netter alter Guru, der uns die Glubschaugen öffnete. Genau. An dem Tag hatten wir ein Kräuternirvana erreicht, wie noch niemals zuvor. Und als wir gehen wollten, fragten wir den Guru, wo er den Stoff herkriegt. Und dann erfuhren wir von Shangri-La. Shangri-La. Sozusagen der Geist des alten Kyrat. Des alten Kyrat. Eigentlich ist es eher ein Geist, den es nie gab, so wie Schrödingers Katze. Schrödingers Kyrat? Leute, die Kurzfassung, ja? Gut, ja? Zurück zum Thema. Der Guru sagte, dass er in diesem besagten Land war und dort ein paar Blüten probiert hätte. Und ermöglicht hat ihm das ein mystischer alter Tanker, der immer an dieser Wand dort hing. Und wo ist er jetzt? Von unbekannten Personen zerrissen und in ganz Kyrat verstreut. Doch, das war noch nicht das Ende. Der Alte verkaufte uns eine Karte. Ja. Sie führte zu einer Höhle nicht weit von ihm. Richtig, mit einer furchterregenden Tür. Ja, sehr sogar. Und obwohl wir der Sache gern nachgegangen wären, war die Tür ganz deutlich von der Zutritt verboten Bauart. Und was wurde aus der Karte? Ich glaube, wir haben uns damit eine Tüte gedreht, aber keine Angst. Du findest die Höhle auch so. Geh einfach nach Westen. Ja, genau. Wenn du eine Tür mit einer hässlichen Fratze siehst, weißt du, dass du richtig bist. Oh, und bring uns ein paar Blüten mit, ja? Na, das sind doch mal zwei nette Kerls. Die beiden hier. So, und dann schauen wir mal, ob wir... denn diesen Teppich finden können. Wozu? Moment. Die gelbe Markierung ist dort hinten, aber wieso zeigt der mir da unten jemanden an? Okay, das sind bloß ein paar Jäger. Die lasse ich mal. Dann schauen wir mal in die Höhle, ob die beiden wirklich die Wahrheit sagen, weil die haben uns ja schon einmal verarscht. Und ich denke mal, das wird nicht das letzte Mal sein, dass die uns irgendeinen Schluss erzählen. Und die beiden scheinen dann doch recht Nebel im Kopf zu haben. Und nicht wirklich wissen, was sie so den ganzen Tag machen. Also, dort müsste eigentlich gleich die Höhle sein, laut Notierung. Also ganz in der Nähe ein Lager der Royalen Armee, dass wir uns dann vielleicht auf dem Rückweg... da steht ein Jäger. Da waren sogar mehrere Jäger. Oh, mir fällt gerade auf, mir fehlt eine Waffe. Aber durch die Spuren nicht. Kann natürlich sein, dass ich die irgendwann
letzten Mal gewechselt habe oder die seit dem Update irgendwie verschwunden ist. Ich hoffe es mal nicht, muss ich nachher mal gucken. Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Hier wird es mir jetzt gerade definitiv zu warm, also gehen wir einfach mal hinten rum. Suchen, da steht er. Also wie gesagt, da stand er. Jetzt quetschen wir uns einfach mal durch diese Felsspalte hier runter. Da steht keiner. Aber wir holen uns mal noch ein paar Pfeile, wenn er welche hat. Und dann ich habe ich die. Genau, ich hatte in der letzten Folge eine Schrotflinte. Oder zwischen den Aufnahmen mal. Und die ist verschwunden. So, einmal die Moneymühle drehen. Looten und. Geht ganz schön weit nach unten. Ich glaube, ich muss sogar nach unten. Da ist eine riesige Statue. Dort sind auch überall Haken. Wasser, hätte ich ja gleich runterspringen können. So, das ist ganz schön dunkel. Ab nach oben. Und da ist irgendeine Brücke hinter der Tür, wo wir nicht durchgekommen sind. Und wir müssen uns jetzt da wohl irgendwie hinhangeln. Weil hier sind überall Haken an den Decken. Ich schätze mal, von hier müssen wir auf die Plattform da drüben und dann kommen wir nach oben. So, was hätten wir? Jetzt müssen wir hier noch nach oben. Da sind wir auch schon. Hinter der Tür kann man die jetzt irgendwie aufmachen. Nein, geht nicht. Haben wir noch irgendwas? Nö. Okay, da ist nochmal eine Tür. Ich renne hier lieber mal drüber. Nicht, dass das Ding noch einfällt. Das ist irgendeine Buddha-Statue oder so. Ach, und ein Tempel. Ich höre irgendein Geflüster. Hier liegt jedem Geld. Pfeile. Eine Karte, noch mehr Geld. Und ein weiterer Tagebucheintrag des Mohan Gale. Den nehmen wir auch gleich mal mit. Ist schon irgendwie komisch hier. Ich glaube, es geht um dieses Fragment hier. Ein Teil des Teppichs, genau. Shangri-La. Ich gehe mal davon aus, dass es jetzt irgendwie so eine Zwischensequenz ist, wie in Far Cry 3. Gab es ja die Drogenräusche, wo man dann irgendwelche Missionen total prall machen musste. Ich denke, so wird es ja auch sein. Ich habe die Karte in der Karte gesehen und ich dachte, ich bin gekommen. Was muss ich gut machen?
Soll ich runterspringen? Raja ke yodha ke roop mein maine sirf abhi apna naam kamaya tha Kalinag mujhe raja ke rakshak ke roop mein pratikshit kiya gaya tha lekin mujhe thode alag hi kaam ke liye chuna gaya mujhe bheja tha dharti ke swarg Shangri-La ko dhoondne ke liye aapka tanka asambhav ko kaise dikha sakta hai is swarg ka gawah banne ka sirf ek hi rasta hai isme rehna So, geht schon hier weiter. Dann schwimmen wir mal hier durch den Fischschwarm durch. Schauen mal, ob wir dann in Shangri-La ankommen. Das ist dann wohl Shangri-La. यहाँ तक मेरा रास्ता लंबा और कठिन रहा। मैंने बहुत कुछ देखा, किया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ऐसा किसी और के साथ कभी ना हो। लेकिन मैं मूर्ख था, जो सोचता था कि स्वर्ग दुखों से मुक्त होता है। Sieht recht komisch aus. Und in das Wasser würde ich auch nicht freiwillig reingehen. Da unten ist ein weißer Hirsch. Und überall. Da sind überall so Altäre. Irgendwas hat gerade im Hintergrund einen Schrei losgelassen und ich denke mal, dass irgendwas hier auf uns wartet. Genau das. Oh, ein weißer Tiger. एक रक्षक ओके okay. Retten wir mal der Mieze das Leben, der richtig übel aussieht. एक भीम के जानवर के दांतों से अटका. Okay, eine riesige Bestie. Das klingt so, als ob ich da eigentlich gar nicht weitergehen will, aber da wir ja जंगल में भयंकर लड़ाई हुई थी. शेर अपने घर की रक्षा कर रहा था, लेकिन किससे? Aber da wie ich ja der auserwählte AJ Gale bin, muss ich da ja leider rein. Es bleibt gar nichts anderes übrig. Oh, was haben wir denn da? शैतानों ने शंग्रीला पर आक्रमण किया, इस धरती की नहीं, साफ मन के नहीं. कोई खुद या कोई चीज अपने लिए शंग्रीला को चुराना चाहती थी. ओके, अनजान
machen die Dämonen alles zunichte, was hier so im Leben ist. Und ich denke mal, dass unsere Aufgabe sein wird, die aufzuhalten. Da sitzt ein Priester. लौट आया मेरी जिंदगी बचाने के लिए नहीं बल्कि एक सहयोगी पाने के लिए ओके Also die Mieze will mit uns zusammenarbeiten und da unten sind zwei Markierungen und wir können mit diesen Herren hier reden. जैसा किरत ही खोज करता इस पुराने भूमि की खोज कर रहा है फिर भी यहां वो शंग्रीला के लिए अपना जीवन कुर्बान कर रहा था जैसे स्वर्ग के नशे में चूर हो ओके वी हैव gerade einen Gesundheitspunkt dazu bekommen. Die Mieze kann sich anscheinend unsichtbar machen, das ist schön. Dort ist irgend so ein... Wieder irgend so ein Dämon. Den werfen wir. Jetzt halt platt machen. Zwei. Wo lotsen uns die Markierungen wohl hin? Ich habe keine Ahnung. Ich gehe einfach mal zu der oberen. Stehen wieder mehrere. Einer. Doch aber hier unten war noch einer. Von der anderen Seite nehmen. Alter, hier liegen nur zerpflückte. मैं प्रार्थना के पहियों के साथ बड़ा हुआ हूं, लेकिन इनको देखकर ऐसा लगा कि ये देवताओं के लिए बनाए गए हों। वो इतने बड़े थे। Der Tiger gerade nicht. Achso, der hilft nur, wenn man diese Dämonen direkt angreift. Okay, das heißt, wir müssen die zweite Money-Mühle auch noch drehen.
aber dazu müssen wir erstmal wieder ein paar Dämonen abschlachten, denke ich mal. So, die Markierung ist dort unten irgendwo. Dort steht auch schon wieder einer. Nee, ich glaube, ich schleiche mich da lieber ein bisschen an. So, jetzt müssen wir nur noch die Glocke der Erleuchtung erreichen. Aber das machen wir nicht mit dieser Folge, das machen wir nächste Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.